70 Kommunen, 100 Schulen und 6 Hochschulen in der Metropolregion sind Fair Trade. Der faire Handel scheint angekommen in der Gesellschaft und trotzdem ist er meistens mehr Nische als Norm. Rund 5% beträgt der Marktanteil des fair gehandelten Kaffees. Es gibt eine Fülle an pfiffigen Aktionen, von der Nachhaltigkeitswoche bis zum fairen Frühstück oder zum Pakt für die faire Beschaffung der Kommunen in der Metropolregion. Auch Unternehmen entdecken mehr und mehr faire Produkte, vom fairen Osterhasen über den fairen Lebkuchen bis zu fairen Arbeitskleidungen, Textilien stehen faire Produkte auf der Agenda. Wir möchten die Aktivitäten bekannt machen, die in der Metropolregion laufen, gute Beispiele aussuchen. Wenn Sie also in Ihrem Verein, im Unternehmen, in der Kommune oder in der Steuerungsgruppe Fair Trade aktiv sind und Lust haben, Ihre Geschichte zu erzählen, wie Sie das Thema fairer Handel realisieren, umsetzen, dann bewerben Sie sich bei unserem Videowettbewerb »So fair ist die Metropolregion Nürnberg«. Ausgelobt wird der Wettbewerb von der amtierenden Stadt, Hauptstadt des fairen Handels. Das ist aktuell die Stadt Neumarkt, die 10.000 Euro aus ihrem Preisgeld zur Verfügung stellt für unseren Videowettbewerb. Also, wenn Sie Lust haben, machen Sie mit, bewerben Sie sich. Sie finden die Unterlagen und die Bedingungen für eine Teilnahme an diesem Videowettbewerb auf der Website der Stadt Neumarkt und auf der Website der fairen Metropolregion. Ach, und dass ich es nicht vergesse am Schluss, am 23. September findet der Fairtrade-Gipfel der Metropolregion in Neumarkt statt. Ich würde mir sehr wünschen, Sie dort zu sehen, denn dann werden wir die Gewinner des Videowettbewerbs bekannt geben. Ich danke für Ihr Interesse und freue mich, wenn möglichst viele mitmachen.